Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Erstmal ein frohes neues Jahr. Wir haben uns noch nicht gesehen. Ich habe noch nicht euch ein frohes neues Jahr gewünscht. Heute gibt es ein Piercing-Video. Ich dachte, das ist voll der gute Einstieg ins neue Jahr. Ein bisschen, wieder was über meine Piercings erzählen. Und zwar habe ich ein neues Piercing und es gibt eine Story dazu. Und zwar ist es das Forward Helix. Ihr seht das jetzt wahrscheinlich. Das ist das hier. Also quasi ein Helix, nur am vorderen Ohrknorpel. Forward Helix. Beste Erklärung ever. Und es gibt dazu eine kleine Geschichte. Erstmal, ich war bei Hurt Industries in Bochum. Ich finde diesen Laden sehr gut. Würde ihn auch auf jeden Fall weiterempfehlen. Es gibt trotzdem eine kleine Horrorstory dazu, wie einige wahrscheinlich das nennen würden. Für mich ist es nicht wirklich eine Horrorstory, aber ich dachte, ich erzähle es trotzdem mal, weil es wahrscheinlich einige interessiert. Erstmal so ein paar Eckdaten. Ich habe mir das Piercing Ende November stechen lassen. Ich glaube Mitte, Ende November irgendwie. Jetzt haben wir Mitte Januar und es ist bis jetzt relativ gut abgeheilt. Also ich kann es anfassen. Es ist noch so ein kleiner Druckschmerz irgendwie. Also es fühlt sich noch nicht so mega abgeheilt an, aber es ist auch einfach ein Knorpelpiercing. Knorpelpiercings brauchen sehr, sehr lange, um abzuheilen. Meistens bis zu 12 Monate, bis es wirklich komplett sich beruhigt hat. Manche Leute sagen natürlich auch schon nach 4 Wochen, oh, es ist voll abgeheilt, aber nein, es ist nicht abgeheilt. Nur weil es von außen so aussieht und nicht mehr wirklich wehtut, heißt es nicht, dass es komplett von innen auch abgeheilt ist. Ich würde euch raten, mindestens 3 Monate zu warten, bis ihr das erste Mal wechselt. Geht vielleicht auch am besten das erste Mal zum Piercer, wenn ihr das wechseln wollt. Ich kenne das von mir selber, manchmal kriegt man einfach diese Scheißkugel nicht drauf und dann stochert man da rum und es tut weh und irgendwann denkt man sich, Scheiße, was habe ich getan? Genau, ich habe 49 Euro bezahlt. Wie gesagt, ich war bei Hurt Industries, bei, ich glaube, der heißt Mike, und ich würde diesen Laden auch auf jeden Fall weiterempfehlen. Das ist in Bochum, in der Bochumer Innenstadt. Ich durfte mir die Kugel, die drauf kommt, selber aussuchen, was ich immer schon sehr gut finde. Bei einigen Studios ist es so, dass die dann sagen, ja, ich habe hier die oder die, such dir eine aus, aber beide sind hässlich. So. Als nächstes erzähle ich euch ein bisschen was über das Stechen bzw. den Prozess vorher. Wir kamen in den Laden rein, ich war mit einer Freundin zusammen da, sie wollte sich ein Helix machen lassen und ich mir eben ein Forward Helix. Und wir haben ein bisschen mit ihm gequatscht, er meinte, ja, gar kein Thema, ich gebe euch jetzt hier ein Formular, was ihr ausfüllen müsst. Das ist, kriegt man bei jedem Piercer, das bedeutet einfach, dass die sich rechtlich absichern und natürlich auch nach Vorerkrankungen fragen, was für Piercings ihr schon hattet, ob ihr Probleme hattet, zumindest im Optimalfall, und so war es hier eben auch. Da ein Piercing einfach eine Körperverletzung ist, sichern Piercer und auch Tätowierer sich vorher einfach mit einer Unterschrift von euch ab, dass ihr die nachher nicht anzeigen könnt wegen Körperverletzung, weil ihr wolltet das ja. Dann habe ich halt hingeschrieben, ich hatte schon dies und das und jenes, hatte hier und da ein bisschen Probleme und dann hat er sich das auch alles nochmal angeguckt. Und dann habe ich gesagt, ja, pass auf, ich hätte eigentlich gerne 2 Forward Helix, aber meine Ohren sind sehr klein, ich weiß nicht, ob das geht. Er sagt, gar kein Problem, wir gucken uns das an. Meine Freundin ist dann als erstes reingegangen, kam wieder, hat gesagt, boah, voll cool, es war gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Sie war sehr aufgeregt, es war ihr erstes Piercing. Und ich war irgendwie die ganze Zeit echt ruhig und dachte noch bis 5 Minuten vorher so, was mache ich mir eigentlich jetzt, was will ich mir machen lassen, ich weiß es gar nicht genau. Dann bin ich mit ihm in einen Raum gegangen, also ein steriler Raum, in dem er eben gepierst hat. Er hat gesagt, dass er es nicht mehr so gerne mag, wenn man eine Begleitperson in den Raum mitbringt, weil es in letzter Zeit wohl sehr oft passiert wäre, dass die Begleitperson umgekippt wäre, weil die das halt nicht sehen kann. Und ich habe gesagt, ja, okay, ist natürlich voll verständlich. Dann hat er sich mein Ohr angeguckt und hat gesagt, okay, 2 wird schwierig, wir machen lieber 1. Und das ist dann wenigstens auch gut, anstatt dass man 2 hat und die sind auf sehr engem Raum und das wird dann nichts. Also er meinte, 2 sind für meine Ohren halt nicht so optimal. Ich habe halt wirklich kleine Ohren. Genau, dann hat er gesagt, ich soll mich auf die Liege legen, was ich übrigens sehr gut finde, weil ich das einfach nicht so gerne mag, im Sitzen gepierst zu werden, weil ich dann immer das Bedürfnis habe, so irgendwie nach hinten wegzuzucken. Keine Ahnung, ich wurde schon gepierst im Sitzen und im Liegen und im Sitzen mit Rückenlehne, das finde ich ist in Ordnung, aber ich habe es einfach lieber, wenn ich liege und die Augen zumachen kann und denken kann, okay, gleich ist es vorbei. Weil ich einfach eine schreckhafte Person bin und ich habe halt Angst davor, mich zu erschrecken und damit, ja, ihr wisst Bescheid. Dann habe ich mich hingelegt, so auf die Seite, damit er an mein Ohr drankommt, logischerweise. Und dann hat er gestochen.
Und es hat ein bisschen wehgetan, aber es war nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte. Genau, und dann hat er versucht, den Schmuck reinzumachen. Er hat versucht, den Schmuck reinzumachen. Das hat nämlich nicht funktioniert. Es hat einmal nicht funktioniert, es hat zweimal nicht funktioniert. Und er so, okay, sorry, aber dein Ohr ist halt echt klein. Ich muss nochmal kurz den Schlauch kürzen. Also nach dem Piercen hat man immer so einen Plastikschlauch im Stichkanal, damit der halt offen bleibt. Ich habe gesagt, und ich lag da halt und habe so gesagt, gar kein Problem, ich habe Zeit, weil ich mir halt schon gedacht habe, dass es auch, das habe ich auch zu ihm gesagt, ich habe mir gedacht, dass es nicht ganz so easy wird, weil es halt auch einfach ein Piercing ist, was auf sehr engem Raum stattfindet, was er auch gesagt hat. Und dann höre ich so, wie er auf einmal sagt, ja, ich muss jetzt erstmal die Blutung stoppen. Und ich liege da so und ich so, oh, blutet's? Und er so, ja, aber nur ein bisschen. Aber irgendwie war ich die ganze Zeit echt mega ruhig, weil ich mich da so gut aufgehoben gefühlt habe. Ich dachte, der macht das schon, gar kein Thema. Ja, und dann hat er eben den Schlauch gekürzt und hat es dann auch ganz easy geschafft, den Schmuck danach einzusetzen und die Kugel drauf zu sehen. Und dann war ich auch fertig. Also es gab ein bisschen Komplikationen. Es hat ein bisschen geblutet. Ich habe es natürlich nicht gesehen, aber ja, sowas kann halt immer passieren und andere würden wahrscheinlich sagen, boah, voll der schlechte Piercer, aber ich sag, ey, ganz ehrlich, ich habe ihm vorher schon gesagt, ich habe kleine Ohren, geht das überhaupt? Und da konnte ich einfach vorher schon damit rechnen, dass es irgendwie ein bisschen Komplikationen geben könnte, weil es halt wirklich, wie gesagt, ein Piercing ist, was auf sehr kleinem Raum gestochen wird und wo man einfach als Piercer sehr wenig Platz hat, damit zu arbeiten. Und das war mir vorher klar. Deswegen empfinde ich das auch gar nicht als so super schlimm oder unangenehm, dass es jetzt so passiert ist. Ja, ich zeige euch das Piercing jetzt mal in einer Nahaufnahme. Ich habe kostenlos, was auch übrigens nicht immer der Fall ist, von ihm ein Antisept mitbekommen, so ein ja, Desinfektionsmittel extra für Piercings, das ich zweimal am Tag benutzen sollte, die ersten 4 Wochen und danach nur noch einmal am Tag, habe ich so auch getan. Ich benutze es mittlerweile hin und wieder immer mal, also nicht unbedingt jeden Tag, aber wenn ich dran denke. Und guck einfach mal, wie sich das entwickelt. Vielleicht noch mal ein bisschen was zu den Schmerzen. Es war ein bisschen schlimmer als mein Helix, aber auch nicht viel schlimmer. Also es war auf einer Skala von 1 bis 10, wo 10 das Schlimmste ist, vielleicht so eine 3. Weil es halt ein bisschen länger gedauert hat und er mehrmals versucht hat, den Spuck einzusetzen. Vielleicht auch zwischendurch eine 4. Aber es war voll auszuhalten. Und wie gesagt, ein Piercing ist auch einfach sehr schnell vorbei. Also wenn ihr Bock drauf habt, dann macht's. Für die Leute, die jetzt gerade schon einen tollen Kommentar verfasst haben und gerade auf Abschicken wollen drücken. Wie ihr seht, habe ich nicht nur ein Piercing. Und ihr müsst jetzt nicht, also wenn ihr trotzdem auf dieses Video geklickt habt, obwohl ihr Piercings nicht leiden könnt, was ich schon nicht verstehe, dann bitte kommentiert doch einfach nicht, warum machst du das? Das sieht hässlich aus. Du hast doch so ein schönes Gesicht. Warum entstellst du es mit Piercings? Mach das nicht. Ich werde nicht plötzlich denken, boah, die Leute haben voll recht und meine ganzen Piercings rausnehmen, nur weil irgendwelche Menschen das anonym im Internet geschrieben haben. Also vielleicht wird irgendwann dieser Moment kommen, wo ich denke, ja, okay, ich kann mich jetzt von meinen Piercings trennen, aber das wird nicht sein, weil du mir einen Kommentar schreibst mit, boah, sieht hässlich aus. Das ist mir ziemlich egal. Das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr eine ähnliche Situation beim Piercer hattet oder was ihr für Piercings habt, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich noch einen wunderbaren Tag und bis demnächst. Tschüss!